Landwirt.com, der Online-Marktplatz für die Landwirtschaft. Landwirt.com befindet sich gerade in Stade in Norddeutschland und ich bin jetzt hier zu Gast bei dem Herrn Rainer Möller, dem Herrn an meiner Seite. Hallo Herr Möller. Hallo. Sie sind Agrarmarketing-Spezialist und das schon seit 10 Jahren. Das heißt in weiterer Folge, Sie beraten Landwirte und auch Landtechnikunternehmen in sämtlichen Belangen, die mit Zahlen und Wirtschaftlichkeit zu tun haben. Ist das richtig? Genau. Zu dem Thema Traktorpreise richtig kalkulieren. Das ist ja insbesondere für Landwirte immer wieder spannend und interessant. Landwirte möchten sich einen neuen Traktor zulegen, wissen nicht genau, worauf sie schauen müssen. Soll er neu sein? Soll er gebraucht sein? Wie sieht es nach 8 Jahren aus mit dem Traktor? Ich glaube, Sie haben hier schon fantastische Kalkulationsbeispiele aufgestellt. Und ich würde Sie bitten, dass Sie uns heute ein bisschen davon erzählen. Genau. Um was genau geht es hier? Ja. Also ich habe in Zusammenarbeit mit dem Professor Dr. Ludwig Volk einen Trecker-Check entwickelt, mit dem jeder Landwirt in wenigen Schritten seine individuellen Zahlen berechnen kann und darauf dann für sich die beste Entscheidung trifft. Wir haben ein Beispiel vorbereitet, nämlich wir vergleichen 2 neue Traktoren, einen Klaas und einen Fendt-Traktor. Ist das richtig? Genau. Also wir haben jetzt hier mal einen Klaas Arion 630 verglichen mit einem Fendt 716 Vario. Und der Fendt ist natürlich deutlich teurer mit 161.000 Euro. Und für den Klaas müsste er unterm Strich 135.000 Euro bezahlen, weil der Klaas-Händler ihm für seinen alten Gebrauch noch 10.000 Euro mehr bietet als der Fendt-Händler. Was heißt das in weiterer Folge? Also über welche Laufzeit rechnen Sie? Also das hängt natürlich immer vom Landwirt ab. Unser Beispielbetrieb geht davon aus, dass er den Schlepper 8 Jahre nutzt und 700 Stunden im Jahr fährt. Und jetzt ist natürlich wichtig, mit dem erwarteten Restwert zu kalkulieren. Und da ist es dann so, dass der Trecker-Check unterstützt mit einer sogenannten Restwertformel vom KTBL, das ist das Kuratorium für Landtechnik. Da hat unser Landwirt einen Vorschlag bekommen, den Preis aber noch 20.000 Euro nach oben kalkuliert, weil die Schlepperkosten in den letzten Jahren halt stark gestiegen sind. Und das Fazit war dann, dass er, obwohl er für den Fendt mit einem höheren Restwert kalkuliert, der Klaas bei den Fixkosten trotzdem günstiger war. Okay, das heißt, Sie haben hier Kaufpreise, Sie haben auch Verkaufspreise des alten Treckers noch mit inkludiert, aber es gibt ja noch mehr. Was ist mit variablen Kosten? Was ist mit Sprit? Was ist mit Reparaturkosten? Sind die in Ihrem Beispiel auch enthalten? Ja, es gibt noch zusätzlich die variablen Kosten. Auch da bieten wir Orientierungswerte auf Basis des KTBL. Aber der Landwirt kann diese Werte individuell anpassen. Mhm. In unserem Kalkulationsbeispiel sind wir davon ausgegangen, dass sie identisch sind zwischen den Modellen. Aber wie gesagt, der Landwirt könnte das korrigieren. Okay. Wie ist es jetzt aber, wenn der Landwirt sich nicht richtig entscheiden kann, ob er einen neuen Traktor oder doch lieber einen gebrauchten nehmen soll? Wie sieht es damit aus? Selbstverständlich, ein gebrauchter Traktor ist im Ankauf immer günstiger. Also wird da die Entscheidung nicht ohnehin für den gebrauchten ausfallen? Das kommt drauf an. Also auch das haben wir in unserem Beispiel verglichen. Da haben wir einen John Deere 6155R neu da mit einem guten Gebrauchten, zum Beispiel von Landwirt.com, mhm, verglichen. Und es fällt natürlich auf, dass der Landwirt am Anfang ungefähr 40.000 Euro weniger investieren muss. Mhm. Aber am Ende der Laufzeit bekommt er natürlich für den Gebrauchten auch weniger zurück. Und trotzdem ist natürlich die Fixkostenbelastung für den Gebrauchten zunächst deutlich günstiger. Okay. Was heißt das in weiterer Folge? Vielleicht können wir das nochmal anhand einer Grafik deutlich, ja, machen. Denn beim Neukauf ist halt das Problem in Anführungsstrichen, dass der Kaufpreis, der Wert des Schleppers gerade am Anfang deutlich sinkt. Mhm. Während er dann im Zeitverlauf wird der Wertverlust immer geringer. Davon profitiert natürlich der Gebrauchte. Was der Landwirt beim Gebrauchten aber ja weiß, ist, dass natürlich die Reparaturkosten, je älter der Schlepper wird, im Zeitverlauf steigen. Auch darauf greifen wir im Trecker-Check zurück und berücksichtigen die erwartete Reparaturkostensteigerung laut Kuratorium für Landtechnik. Mhm. Sodass wir auch das mit berücksichtigen und der Landwirt könnte aber diese Werte auch wiederum ändern. Aber man sieht schon am Verlauf der Grafik, dass die Steigerung der Reparaturkosten relativ gering ist, mhm, im Vergleich zum starken Wertverlust am Anfang. Okay, alles klar.
Das spricht jetzt gerade meines Erachtens nach für den Gebrauchten. Wie ist Ihr Fazit? Gefühlt ist es so, aber darum geht es ja gerade beim Trecker-Check, ja? Das Bauchgefühl mit dem Kopf zu kombinieren und die Entscheidung abzusichern. Also auf Basis unserer Kalkulation ist der gute Gebrauchte mit 52 Euro pro Stunde, und da ist dann auch schon der Lohnansatz für den Landwirt mit drin, ist er günstiger. Und zwar etwas günstiger als der Klaas und der John Deere. Und der Fendt ist doch deutlich teurer, zumindest auf Basis der Zahlen, die wir eingetragen haben. Das waren jetzt die Stundenwerte. Und wie kann ich das aufs Jahr dann sehen? Ja, das rechnen wir dann hoch mit den 700 Betriebsstunden. Und da ist dann der gute Gebrauchte, liegt dann bei 36.380 Euro. Und der Fendt läge bei 39.330 ja. Euro, sodass durchaus mal eine Differenz von 3.000 Euro pro Jahr dazwischen liegen kann. Okay. Und wenn man das dann 8 oder 10 Jahre hochrechnet, kommen dann schon ganz schöne Summen dabei raus. Natürlich, das ist eine ganze Menge. Eine ganz allgemeine Empfehlung an Landwirte von Ihrer Seite aus, wenn es eben darum geht, sich einen neuen Traktor zuzulegen. Was raten Sie zuallererst? Also ich rate grundsätzlich dazu, zu rechnen und dann mit den Zahlen zu spielen. Und das ist halt das Schöne in einer Excel-Datei. Es gibt nicht die richtige Zahl, sondern man kann unterschiedliche Szenarien durchrechnen. Und ich kann nur jeden einladen, sich den Trecker-Check kostenlos runterzuladen und dann damit mit seinen Zahlen zu arbeiten. Danke, Herr Möller. Liebe Zuschauer, falls das jetzt alles ein bisschen zu schnell war, es ist kein Problem. Selbstverständlich findet ihr auch den Kontakt zu Rainer Möllers Homepage auf unserer Webseite auf landwirt.com. Und Rückfragen werden natürlich auch gerne von uns weitergeleitet. Rainer Möller steht für Auskünfte jederzeit gerne zur Verfügung.